Hallo, hier ist Anna. Ich arbeite gerne mit den pflanzlichen Mitteln und oft passiert Folgendes, dass sie nicht sofort einschlagen oder es dauert, bis die Wirkung eintritt. An was kann das liegen? Ich habe euch schon erzählt, dass wir eigentlich aus drei verschiedenen Körpern bestehen und diese Körper nochmal aus fünf verschiedenen Hüllen. Und eine davon ist die Prana. Und viele Pflanzen haben Eigenschaft, diese Prana, diesen Energiefluss in unserem Körper zu harmonisieren. Und das ist eigentlich die Wirkung von Pflanzen. Bäume zum Beispiel haben sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Prana, können auch bei chronischen Beschwerden helfen. Außerdem haben die natürlich viele chemische Stoffe, die auf unsere grobstoffliche Körper einwirken. Weil viele sagen, Chemie ist nichts für mich, aber es ist alles Chemie. Wir bestehen aus chemischen Verbindungen. Wir sind ein riesiges Chemielabor. Und also nochmal, die Pflanzen können nicht sofort einschlagen, weil Energiefluss in unserem Körper dermaßen blockiert ist, dass es einfach Hilfe benötigt, um die in den Fluss zu bringen. Man weiß aus traditioneller chinesischer Medizin, dass in unserem Körper sehr viele Meridianen verlaufen, über die diese Energie eigentlich dann fließt zu verschiedenen Organen und so weiter, die wir dann durch die ganz einfachen Übungen wieder aktivieren können, sodass die Energie drin wieder harmonisch fließt. Dann kann auch die Pflanze sehr, sehr schnell seine Wirkung entfalten. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also wir haben sechs Meridianen, die über die Beine verlaufen. Um Energiefluss dort zu harmonisieren, brauchen wir nur eigentlich mit unseren Füßen im Sprunggelenk zu kreisen. Das ist eine sehr einfache, aber effektive Methode, die aus TCM stammt. Wir sollen ca. 300 Mal am Tag diese Übung wiederholen, also nach innen kreisen und nach außen. Weitere sechs Meridianen verlaufen über unsere Arme, deswegen können wir das auch harmonisieren, indem wir einfach die Handgelenke kreisen. Stellt euch vor, dass ihr in euren Händen zwei Gläser Wasser halten. In dieser Position bewegt eure Hände 150 Mal nach innen und 150 Mal nach außen. Das muss nicht sofort sein, aber am Tag ca. 300 Mal. Wenn diese Übung euch schwer fällt, dann kann es schon ein Hinweis sein auf die Energiestau, über die ich gesprochen habe. Ich werde dann empfehlen, langsam anzufangen, zum Beispiel 10 Mal in eine Richtung zu kreisen, 10 Mal in andere, dann ein bisschen später die Übung wiederholen. So, dass jeder von euch dann 300 Wiederholungen pro Tag schaffen kann. Und parallel dazu natürlich eure pflanzlichen Mittel nicht vergessen. Probiert das unbedingt aus. Ich habe da sehr, sehr positive Berichte. Ich warte auf eure Kommentare, auf eure Berichte. Wenn euch dieses Video nützlich war, bitte unterstützt mich mit Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, teilt auch dieses Video weiter. Ich wünsche euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.